In diesem Video geht es um die sogenannte Lorentzkraft. Worum es sich dabei handelt, werden wir uns jetzt an einem Beispiel angucken. Für das Beispiel brauchen wir einen Hufeisenmagneten mit den Polen Nord und Süd. Und in das Innere des Magneten legen wir ein Leiterstück und machen diesen Leiter zu einer Schleife um einen Teil von dem Hufeisenmagneten herum. Und hier nochmal zur Verdeutlichung, das B-Feld, die magnetische Flussdichte, zugehörig zu diesem Hufeisenmagneten. Das wurde dann für umgangssprachlich das Magnetfeld stehen. Nun haben wir gelernt, dass mit Strom durchflossene Leiter ein Magnetfeld bilden. Also musste es in diesem Bereich eine Wechselwirkung zwischen den Magneten und dem vom Strom durchflossenen Leiter geben. Um die Situation gleich besser beurteilen zu können, führen wir noch eine weitere Größe ein, und zwar die technische Geschwindigkeit, wie ich das hier nenne. Und gemeint ist die Geschwindigkeit, mit der sich positive Ladungsträger hier in dem Leiter bewegen würden, wenn sie jetzt vom Plus zum Minuspol in der Leiterschleife sich bewegen würden, weshalb man jetzt diese in einem metallischen Leiter ausgedachten Teilchen sich vorstellt, hat eigentlich historischen Gründe. Und zwar wurde die Lorentzkraft formuliert, bevor man wusste, dass sich im Leiter eigentlich die Elektronen bewegen. Ich bleibe aber bei der historischen Formulierung der Lorentzkraft. Die Lorentzkraft in diesem Bild wurde jetzt nach rechts zeigen. Übrigens wurde die Lorentzkraft nach dem dänischen Mathematiker und Physiker Henrik Anton Lorentz benannt, welcher von 1853 bis 1928 gelebt hat. So, man kann auch die Stärke dieser Kraft berechnen. In dem Spezialfall, dass die Geschwindigkeit senkrecht zu dem magnetischen Feld steht, kann man die Lorentzkraft als das Produkt von Q mal V mal B berechnen. Hier ohne Pfeile, weil man einfach nur die Länge von diesem Kraftpfeil berechnet. Wobei Q die Ladung, die sich hier bewegt ist. Als nächstes schauen wir uns eine Regel an, mit der wir die Richtung der Lorentzkraft bestimmen können. Und zwar, die Richtung der Lorentzkraft kann im Spezialfall, wenn die Geschwindigkeit senkrecht zu dem B-Feld ist, für positive Ladungen mit Hilfe der sogenannten rechte Handregel bestimmt werden. So, dazu nimmt man die rechte Hand und streckt die Finger jetzt entsprechend. Und zwar macht man aus den drei Fingern den Daumen, dem Zeigefinger und dem Mittelfinger so ein dreidimensionales Koordinatensystem. Also hier zeigt der Daumen nach oben, dann der Zeigefinger sozusagen in die Tafel rein, also hier nach vorne, und der Mittelfinger zeigt jetzt hier nach links. Und diese drei Finger, die Winkel zwischen den Fingern werden jetzt nicht mehr verändert, und wir haben sozusagen da eine Achse entlang des Daumen, eine Achse entlang des Zeigefingers und entlang des Mittelfingers haben wir die dritte Achse. So, dann bekommen die Finger auch entsprechende Namen. Und zwar steht der Daumen für die Ursache der Lorentzkraft. Die Ursache ist das, was die absolute Voraussetzung für die Lorentzkraft ist. Und in diesem Fall ist es die bewegte Ladung. Dann gibt es die sogenannte Vermittlung. Die bewegte Ladung an sich reicht ja nicht aus. Die Ladung muss sich in dem Magnetfeld, also in dem B-Feld, bewegen. Deshalb die Vermittlung, weil dieses Feld vermittelt die Lorentzkraft an die bewegte Ladung. Und der Mittelfinger steht dann für die Wirkung, und hier in diesem
Fall wäre das dann die Lorentzkraft. Also notieren wir, der Daumen ist die Ursache, hier also die Geschwindigkeit, der Zeigefinger ist die Vermittlung, also das B-Feld, und der Mittelfinger zeigt uns dann die Wirkung, also hier die Lorentzkraft. Oft werden wir mit Situationen zu tun haben, wo wir jetzt nicht die positive Ladungen betrachten, sondern auch die negativen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder nimmt man jetzt die rechte Hand und spiegelt sozusagen die Wirkung. Man sagt, okay, die Lorentzkraft zeigt entgegen dem Mittelfinger, oder man nimmt die linke Hand. In dem Beispiel, mit dem wir angefangen haben, ist es natürlich extrem schwierig, die Geschwindigkeit von diesen virtuellen positiven Teilchen zu berechnen oder zu bestimmen. Deutlich einfacher ist es, einfach nur die Stromstärke zu messen, und deshalb gucken wir uns jetzt an die Lorentzkraft bei gegebenen Stromstärke I an. Und wir wählen jetzt folgende Darstellung. Mit diesen Xen meine ich jetzt das B-Feld, das in diesem Fall sozusagen in die Tafel hinein zeigt. Mit Xen ist, stellt man da Pfeile, auf die man von hinten guckt. Das wären sozusagen die Federn. Würden die Pfeile aus der Tafel herausschauen, würden wir mit einem Kreis und einem Punkt drin sozusagen die Pfeilspitzen darstellen. Ich finde aber diese Darstellung ein bisschen freundlicher, wenn die Pfeilspitzen nicht auf uns zeigen. Okay, in dieses B-Feld legen wir einen Leiter, und diesen Leiter markiere ich in zwei Farben. Und zwar gibt es einmal die schwarzen Stücke, die sich außerhalb des B-Feldes befinden, und einmal hier das blaue Stück. Deshalb blau markiert, weil dieses Stück in dem B-Feld ist, und nur in diesem Stück wirkt die Lorentzkraft. Das blaue Stück soll die Länge L haben, und nun wollen wir uns der Lorentzkraft widmen. Wir müssen uns kurz überlegen, was ist jetzt die technische Stromrichtung. Diese geht jetzt natürlich hier von Plus nach Minus, und wenn wir jetzt die Richtung der Lorentzkraft haben wollen, nehmen wir jetzt die rechte Hand zu Hilfe. Der Daumen zeigt von Plus nach Minus, also nach rechts. Der Zeigefinger zeigt in die Tafel hinein und der Mittelfinger nach oben. Also die Lorentzkraft zeigt hier nach oben. Das ist jetzt die Richtung der Lorentzkraft. Und nun soll es darum gehen, die Lorentzkraft zu berechnen. So, wir müssen erstmal hier die Stromstärke ins Spiel bringen und erinnern uns, dass die Stromstärke nichts anderes ist als die Ladung Q durch die Zeit. Also wir zählen, wie viel Ladung an einer bestimmten Stelle pro eine bestimmte Zeit fließt. Und dann nehmen wir die Geschwindigkeit v, das wäre zum Beispiel hier die Strecke, die blaue Strecke, die kann durch die Zeit, in der die Ladung von da nach da sich bewegt. So könnten wir die Geschwindigkeit von diesen Teilchen hier berechnen. Und in der Zeit t, in der ein Ladungsträger die Strecke l zurücklegt, passiert die Strecke l Q gleich I mal T an Ladung. Wir können diese Ladung berechnen mit dieser Formel. Das ist nichts anderes als diese Gleichung hier nach Q umgestellt. Wir multiplizieren einfach beide Seiten mit T. Auf die Ladungsträger wirkt jeweils die Lorentzkraft, und die Summe dieser Kräfte ergibt folgendes. Die Lorentzkraft ist gleich die Ladung mal die Geschwindigkeit mal b. Und jetzt setzen wir ein, was wir uns hier schon überlegt haben. Einmal können wir q durch i mal t ersetzen und die Geschwindigkeit v mit l durch t. Und nun haben wir jetzt hier t im Zähler, t im Nenner. Das kürzt sich also. Es bleibt die Stromstärke mal
die Länge des Leiterstücks, das sich in dem B-Feld befindet, mal die Stärke der magnetischen Flussdichte. So, diese Formel lohnt sich auch einzurahmen. Die Lorentzkraft bei gegebenen Stromstärke E ist das B-Feld oder die Stärke des B-Feldes multipliziert mit der Stromstärke, multipliziert mit der Länge des Leiters oder mit der Länge des Stücks, das sich in dem B-Feld befindet.